So, und zwar haben wir uns beim Bankdrücken. Die Powerlifter, gibt zwei Varianten zum Bankdrücken, wobei heutzutage eigentlich die erste Variante, die ich euch jetzt zeige, nicht mehr wirklich verwendet wird. Das ist so ein Overbridging oder Overextending, ja, um eben diese Brückenspannung so stark wie möglich auszubauen und aufrechtzuerhalten. Ja. Frauen sind hierbei meistens extrem beweglich oder ja, hypermobil und schaffen eine abnormal hohe Brücke zu machen, was zwei Vorteile hat. Erstens ist das Gewicht sind die Schultern fast automatisch schon hinten, man muss gar nicht mehr aktiv so viel machen mit den Schultern. Die werden halt von dieser Schräge des Oberkörpers schon auf der Bank gehalten. Und zum Zweiten ist der Brustkorb eben so viel höher, sodass wir mit der Stange weniger Weg zurücklegen müssen. Ja, das heißt, das ist so dieses Reingehen und dann dieses Vorziehen, ja, und dann von hier aus, ja, jetzt habe ich hier meinen Brustkorb schon extrem weit oben und muss gar nicht mehr so viel Weg zurücklegen. So. Aber der Nachteil in dieser Position ist, dass A, hinten die Facettengelenke, also die Dornfortsätze der Wirbelsäule, wenn man damit schon Probleme hat, dass die halt stark aufeinander drücken. Das heißt, es ist wirklich maximal für Leute geeignet, die sehr mobil sind und keinerlei Probleme im Rücken haben. Der zweite Nachteil ist, dass der Rücken die Muskulatur schnell ermüdet. Ja, das heißt, wir wollen hier schauen, dass wir die Füße etwas hinter den Knien haben, sodass, wenn wir drücken, uns nicht wegbewegen. Ja, das heißt, das Letzte, was wir wollen, ist, wenn wir jetzt hier drücken, uns nach hinten wegschieben und dann den Lift missen und vielleicht uns sogar noch verletzen. Das heißt, wir positionieren uns mit dem Kinn unter der Stange, wenn wir alleine trainieren. Ich hatte schon mal ein anderes Video gemacht, wo ich gesagt habe, mit einem Spotter, ja, wenn ihr so weit hinten seid und ihr einen Spotter hinten habt, dann teebeutelt der euch. Ja. Das heißt, wenn ihr mit einem Spotter arbeitet, seid ihr ungefähr mit den Augen unter der Stange, sodass er euch helfen kann, das Gewicht rausheben. Weil nichts ist ärgerlicher oder nerviger, wenn ihr hier ein schweres Gewicht habt, aus der Schräglage erstmal das Gewicht hier nach vorne bringen. Ja. Das heißt, wenn ihr alleine trainiert, Kinn unter der Stange, wenn ihr mit einem Spotter trainiert, auf Augenhöhe. So, Griffbreite wählt ihr eben je nachdem, ob ihr mehr Trizeps oder mehr Brust trainieren wollt. Für mehr Trizeps-Engagement habt ihr einen engeren Griff, ja, und für mehr Brust habt ihr einen breiteren Griff. Ihr braucht aber nicht zu breit greifen. Ja? Generell solltet ihr schauen, dass ihr beim Bankdrücken nicht weiter als 45 Grad rausgeht, weil das halt von der Anatomie so ist, dass das Kugelgelenk gut umherrutscht, ohne dass wir hier vom Oberarmknochen her in so eine Position kommen, wo wir hier wieder den Mörser spielen und die Sehnen und Bänder zerreiben. So, lange Rede, kurzer Schwanz. Wir nehmen die Fersen fest hinter die Knie, sodass wir, wenn wir jetzt schieben, dass sich der Po höchstens erhebt, aber nicht wir uns wegschieben. Ja. Dann können wir noch einmal die Schultern hinten festmachen, ja, einatmen, uns hier richtig schön in so ein Hohlkreuz reinziehen. Pobacken sind fest. Ja. Ich glaube, mittlerweile hat auch jeder begriffen, dass ein Hohlkreuz nicht gleich was Schlechtes ist, ja, sondern dass wir uns ja hier nur passiv bzw. aktiv in so ein Hohlkreuz reinziehen und eben nicht passiv vertikalen, axialen Druck auf der Wirbelsäule haben. Ja. So, das heißt, ich wähle jetzt einmal kurz einen breiten Griff, danach einen engen Griff. Ja. Wir drehen die Arme ein, drehen uns hier rein. Ich komme mit dem Arsch schon mal sehr weit hoch, ja, um hier am besten die Position zu haben und um meinen Latt schon so fest zu haben, dass, wenn ich jetzt mit dem Arsch runterkomme, ich die Stange rausgehoben habe. Ja. Somit muss ich sie hier nicht rausheben und nach vorne ziehen, sondern durch dieses Anheben kann ich sie gerade rausdrücken und durch meinen Arsch nach unten ziehen und jetzt bin ich schon in der perfekten Position. Ja, das heißt, von hier aus External Rotation, wir ziehen die Stange richtig runter zur Brust, ja, und jetzt darauf achten, dass ihr nicht mit den Ellenbogen hier seid, sondern dass ihr mit den Ellenbogen unter den Handgelenken arbeitet. Ja, und dann hier wieder oben raus. Runterziehen und raus. Dabei sollte der Unterarm die ganze Zeit vertikal bleiben.
Ja, das ist schon ein relativ breiter Griff. Der ist nicht so ermöglicht, den Latz gut schön mit einzubauen. Das heißt, wenn ihr einen etwas engeren Griff wählt, womit ihr mehr mit dem Trizeps arbeitet, ja, hier wieder ausdrehen, ja, schön reindrehen, dann von hier aus alright, ja, hierbei darauf achten, eben wie gesagt, die Füße fest in den Boden drücken. Wenn ihr global arbeitet und den gesamten Körper anspannt, ja, dann könnt ihr auch wesentlich mehr Kraft entfalten, weil nicht nur der eine Muskel arbeitet oder die drei Muskeln, die man jetzt hauptsächlich damit beansprucht, ja, Brust, Schulter, Trizeps, sondern wenn man eben aus dem Lat, aus dem Rücken, aus dem Arsch, aus den Beinen die gesamte Kette aktiviert, dann kann man wesentlich mehr aus der ganzen Bewegung rausholen. Und ja, zu Recht hat auch jemand mal gesagt, man kann ja immer viel quatschen, mit einem leichten Gewicht kann man eine Technik nicht beurteilen. Das ist korrekt und ja, ich werde mich jetzt mal warm machen, ein bisschen hocharbeiten und dann einmal ein für mich schweres Gewicht demonstrieren. So, wie viele von euch ja wissen, ist Bankdrücken nicht gerade meine Paradedisziplin. Ja? Aber mein All-Time-Bench-Press-Rekord sind 132,5 und da war ich eine ganze Weile und jetzt, ja, naja, dementsprechend beim letzten Mal habe ich 130 nicht gepackt, das war vor 4 Wochen und ja, jetzt muss ich mal gucken. 115 werde ich vermutlich schon schaffen, sind es 115? Ja, genau. Ein 25er, ein 20er, ein 2,5er. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, wie sich hier die Technik jetzt ansieht, ausschaut und wie es sich anfühlt. Knapp auf jeden Fall. Noch ein Tipp fürs Greifen. Ja, seid symmetrisch. Ja, ihr habt nicht umsonst hier so eine Markierungen. Ja. Das heißt, benutzt euren Daumen und benutzt diese Markierung. Ja, das heißt, dass ihr zumindest immer gleichmäßig greift. Das heißt, wenn ihr nicht gerade so greift, dass ihr mit dem kleinen Finger am Ring seid oder mit dem Ringfinger oder Mittelfinger, irgendwie, egal wie, ja, dass ihr hier mit der Markierung euren Daumen zum Beispiel da habt und dann seht, okay, gut, da, zack, das ist meine Markierung, dort bin ich immer. Oder ihr geht genau eine Daumenlänge immer nach außen, wie auch immer. Greift gleichmäßig, sodass ihr bei beiden Seiten die richtige Sache habt. Ja, dann versuchen wir mal nochmal 120 und gucken, dass die Technik auch da noch sauber ist und stabil. Diesmal dann aber ohne Pause am Boden, also auf der Brust meine ich. Ja. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr dabei echt massiv in die External Rotation kommt, runter geht, ne, die Stange runterziehen und bam, rausballern. So, 120 ging auch noch. Und zwar mit noch ordentlicher Technik. Ne? Das heißt, noch External Rotation und nicht versucht auszuweichen. Ja, eine Sache noch. Und zwar, dass ihr. Hat eben ein bisschen eingefallen.
Fällt mir nicht mehr ein. Vergessen. Verdammt. Ja, ansonsten, wenn ihr noch mehr Benchpress-Secrets braucht oder ein Review über eure Technik oder was auch immer, bucht ein Personal Training oder ein Online-Coaching, kommt zu mir in die Box. Oder besucht einen der Lehrgänge oder Seminare von Intelligent Strength von Andy Pürzel. Ja, hier, No Bullshit Training. Und der Typ hat es auf jeden Fall auch richtig drauf. Bei ihm lernt ihr auf jeden Fall auch noch eine ganze, ganze Menge. Dort gehe ich auch hin, um mich fortzubilden. Und ja, dementsprechend, das war es heute mit dem Bankdrücken und nochmal mit ein paar Insights. Ja, abonniert den Kanal, checkt die anderen Videos, schreibt mir in die Kommentare, ob es hilfreich war, was ihr noch sehen wollt und haut rein, bis bald.